In dieser Episode habe ich eine Teilnehmerin vom Krafttragekurs zu Gast und Lea wird ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wann es Sinn macht, den Kurs zu buchen und ob der gegebenenfalls auch was für dich sein könnte. Herzlich willkommen bei Freizeitpferde gesund und munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje Wirz, ich bin seit über 10 Jahren Pferdetherapeutin und betreibe eine kleine Pferdereha an der Nordsee. In dieser Show möchte ich dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt. Mit meiner Erfahrung als Osteopathin, Akupunktöse, Reha-Therapeutin und viel mehr habe ich so einige Tipps auf Lager, was die Gesunderhaltung deines Pferdes angeht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Also dann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Freizeitpferde gesund und munter. Und ich habe heute jemanden mitgebracht, mit dem ich jetzt schon ein bisschen länger zusammenarbeite. Das ist nämlich eine Teilnehmerin von meinem Kraftkurs. Und Lea möchte heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und bevor wir anfangen, gebe ich ihr erstmal die Gelegenheit, sich selber vorzustellen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr das zu tun habt. Genau, hallo, ich bin die Lea. Ich mache eben gerade den Kraftkurs bei der Antje. Ich habe eigene Pferde und zwar Holsteiner und habe ja, beruflich noch die Verantwortung für weitere Pferde. Das heißt, ich mache den Kraftkurs aktuell mit ja, 9 Pferden. Genau. 9 Pferde, da hast du auf jeden Fall einiges aus Erfahrungswerten sozusagen. Ich glaube, da kann nicht jeder mithalten. 9 Pferde direkt da auszuprobieren, das ist schon nicht schlecht, ne? Aber vielleicht ist das ja auch eines der Gründe, warum du ganz besonders viel erzählen kannst, ne? Wie war das denn? Wer ist denn dein größtes Sorgenkind? Wir machen das ja zusammen mit einer Schimmelin, die kenne ich ja am meisten, ne? Vielleicht kann ich da auch die nächste Frage gleich anschließen. Also, warum du auf die Idee gekommen bist, den Kurs überhaupt zu buchen? Also, warum hast du gedacht, du musst jetzt mal was anderes versuchen? Also mein Ziel war es eigentlich immer, jetzt auch die Pferde gesund erhalten zu trainieren, also nicht nur einen Ausgleich zu schaffen, sondern wirklich auch gezielt Training zu gestalten. Und das war ja immer relativ schwierig. Also bei den Pferden ist zum Beispiel auch ein süddeutsches Kaltblut dabei, ein Wallach. Und ich sag mal, mit herkömmlichen Trainingsmethoden kommt man da einfach nicht so weit, ja. Weil der ist halt vom Gebäude, von allem, der tut sich schwer und da kommt man auch schnell an seine Grenzen der Möglichkeiten, die wir haben, ja. Und ja, man merkt da gerade so die Theorie, ja, man sagt ja immer, die ganzen Theorien der Reiterei, gerade früher, die würden einfach auf guten Pferden erprobt. Ja, so heißt es ja immer. Und genau, also Pferde, die sich halt, ja, die keine körperlichen Defizite haben und sich einfach ja, leichter tun. Das haben jetzt die Pferde, die ich habe, einfach nicht. Genau, und so war ich eigentlich immer auf der Suche, wie kann ich die Pferde trainieren? Was gibt es für Konzepte? Wie kann ich das Training gestalten? Und ich habe da wirklich auch ganz viel ausprobiert, habe mir ganz viel angeschaut, also auch in der verschiedenen Reitweisen auch, und habe da aber nie, ja, nie das Richtige gefunden, muss man ehrlich sagen. Und das ging auch jetzt echt eine Zeit lang echt gut. Wir hatten immer kleine Probleme, ich sag mal, ja, in Sehnenschaden, nichts wirklich Schlimmes, mal ein Fesselträger, der dick war, dicke Beine und ja, wir haben aber eigentlich immer geschaut, also auch Osteo, dass da war, dass die Sättel passen, also so diese ganzen Sachen, die man normal abklärt, die hatten wir immer abgeklärt und es war aber trotzdem nie gut. Es hat einfach nicht gepasst. Genau. Und wirklich so, die Krankheitsgeschichte hat dann irgendwann angefangen mit der Stute, wo ich bei dir den Intensivkurs eben auch mache. Genau, die war eigentlich so im Springsport auch erfolgreich, war ein richtig rittiges, tolles Pferd, muss man sagen. Ja, und dann hat die auf einmal angefangen zu bocken unterm Reiter. Also ganz klar, ich möchte dich da oben nicht mehr haben. Und sie hat den angepassten Maßsattel, haben wir damals gedacht. Hinterher war es dann auch nicht so. Der Osteo war da, die Zähne wurden gemacht, also man ist nicht draufgekommen und der Tierarzt war dann auch da, dann haben wir die durchröntgen lassen und man hat einfach nichts gefunden. Und dann war so der Gedanke, okay, wir lassen die mal ein halbes Jahr stehen und genau, wir sollen mal die longieren und dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt.
jetzt im Nachhinein totaler Quatsch, ja. Es war eigentlich eher kontraproduktiv, was wir da gemacht haben, aber gut. Ja, und es wird einfach nicht besser. Und dann kam eins nach dem anderen, Huflederhautentzündung, dicke Beine, also wie so Gallen vorne an den Vorderfüßen, also alles Mögliche. Und man hat ja als Reiter oft viele Ausreden, muss man sagen, ja, gerade was das Training angeht. Man schiebt es so vor sich hin, ja, also man sagt dann, okay, also wenn die Huflederhautentzündung weg ist, dann starte ich mit dem Training und dann war eine Magenproblematik im Raum gestanden. Wenn das dann gut ist, dann fange ich an. Ja, es wurde nie gut. Ich bin auch im Nachhinein ganz froh drum, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich gar keine Idee gehabt, wie ich dieses Pferd auftrainieren soll, weil die stand zu dem Zeitpunkt so schlimm da, also instabil, ständig auf der Koppel ist sie hingefallen, hinten Becken, alles, also die war so instabil in sich selber, dass ich nicht mal eine Idee gehabt hätte, was ich mit dem Pferd anstellen soll. Genau. Wenn man hört ja da viel, ja, gerade mit so Pferden, ich sage nur Berg hoch, Berg runter, das hätte die gar nicht geschafft. Also mit deren Berg runterlaufen, Katastrophe. Genau. Ja, das sind so Leidensgeschichten, die kommen mir bekannt vor. Genau. Und ich glaube, ich könnte da jetzt ganz viel erzählen bei den vielen Pferden. Aber das war eigentlich so, wie das alles angefangen hat, dass ich schon gemerkt habe, ich komme einfach nicht weiter mit den Sachen, die es gibt. Und die Trainingskonzepte, die man so kennt, die helfen mir einfach nicht. Ich komme da nicht mehr raus. Und ich habe damals immer gesagt, ich habe die Pferde eigentlich nur noch, weil ich emotional dran hänge, aber nicht mehr, weil sie mir Freude bereiten. Also das war wirklich eigentlich nur eine Riesenbelastung zu der Zeit. Genau. Und ja, wie ich eigentlich dann draufkommen bin, dass ich auch endgültig was ändern soll, war dann das Pferd von meiner Arbeit. Die war immer total motiviert und die wollte auf einmal einfach nicht mehr laufen. Also die war richtig, richtig schlapp, hatte keine Energie mehr und wir haben alles abgeklärt. Also diese ganzen Krankheiten, die es auch gibt bei Kaltblütern, ja, was man halt so mit Blutbild oder mit Blutproben rausfinden kann, haben wir alles abgeklärt. Und es kam einfach nichts raus. Und das war sehr frustrierend. Das ging 1-2 Monate und man hat irgendwann gesagt, gut, man wartet jetzt, vielleicht kommt der Winter, vielleicht habt ihr auch einfach gerade irgendwas, was nicht passt, wo wir jetzt nicht rausfinden, wird aber nicht besser. Und dann kam mein anderes großes Sorgenkind, das du auch kennst, eben der Kaltblutwallach, der auf einmal Allergien entwickelt hat. Das ging ein Dreivierteljahr, Atemwegsproblematiken hatte und man hat das alles abgeklärt und im Endeffekt ist das Sekret, ja, was aus der Lunge kommt, genau weiß es niemand. Man kann das bei so großen, schweren Pferden ja leider nicht sagen oder nicht abklären. Und genau, dann stand ich vor so ganz vielen Problemen und hatte keine Lösung. Und ich habe dann ganz viel recherchiert, darüber dann eigentlich auf dich gestoßen und habe da tatsächlich das erste Mal auch was gehört von Trageerschöpfung. Und das finde ich schon krass, weil ich ja schon ganz lange was mit Pferden zu tun hatte. Und ich hatte ja auch Tierärzte und diverse Leute da. Und es hat wirklich niemand dieses Wort Trageerschöpfung jemals in den Mund genommen. Und ich weiß noch, ich stand dann auf dem Paddock bei den Pferden, hatte da so ein Extrembeispiel aus dem Internet und habe das mit der Studie verglichen. Und das hat nicht wirklich gepasst. Also so extrem war es einfach nicht. Und auch die Anzeichen aus dem Internet, das hat nicht gepasst. Und ich habe es dann sogar noch mit dem Tierarzt oder mit meinen Experten abgeklärt und es hat geheißen, nee, also die sind nicht trageerschöpft, das wird anders ausschauen. Genau. Und so ist es dann alles entstanden und ich habe dann aber nicht aufgegeben und habe mich da immer mehr reingelesen, habe dir dann auch einfach mal die E-Mail geschrieben, ohne wirklich einen Plan zu haben, was da auf mich zukommt. Genau. So viel da dazu. Und gerade im Internet, ich habe da ganz, ganz viel gelesen. Also mein Lieblingssatz war, Trageerschöpfung ist was für Reiter, die nicht reiten wollen oder eine Ausrede suchen, um nicht zu reiten oder Angst vor ihrem Pferd haben. Genau, das war's. Ja, kann man es auch sagen. Oh, gut. Ja, schön. Genau.
auf was man so kommt, ne? Ja. So ist das also gekommen. Über ganz viel Recherche und so weiter bist du dann irgendwann bei mir gelandet. Und jetzt arbeiten wir schon ein Weilchen zusammen mit deinen ganzen Problemen, vor denen du standest. Was mich direkt zur nächsten Frage führt. Was hat sich denn jetzt verändert seit dem, naja, knappen halben Jahr, wo wir uns zusammengetan haben? Also seitdem du so arbeitest, wie ich es dir sage. Was ist dir an deinen Fernen aufgefallen? Also erstmal hat sich die Beziehung zu den Pferden komplett verändert. Die sind, finde ich, vom Gefühl her alle viel glücklicher, viel zufriedener, weil ich natürlich auch jetzt durch die Arbeit Sachen erkennen, Sachen lösen kann, ihnen helfen kann. Und das nehmen sie total gut an. Die sind mega ausgelastet. Da hatte ich ja immer ein bisschen Sorge, gerade bei den Holsteinern, dass ihnen die Arbeit nicht reicht, die ich mache. Ist aber gar nicht der Fall. Also die sind vom Kopf her echt durch, sind total ausgeglichen und zufrieden. Was mir sonst noch aufgefallen ist, gerade diese dicken Beine, die ich auch eben bei der einen Kaltblutstute hatte oder immer wieder so eine schwammige Sehne, ist komplett weg. Also haben wir gar keine Probleme, obwohl ja das Wetter bei uns jetzt wieder eher wärmer wird. Genau, das ist weg. Die, bei meiner Stute vom Intensivprogramm ist die Fühligkeit weg. Also die Huflederhautentzündungen hatten wir eine nach der anderen und ich habe immer gekämpft mit irgendwelchen Paddock-Hufschuhen, die sie verloren hat. Die brauchen wir nicht mehr. Genau, also die läuft super auch über Schotterwege ohne Probleme. Und sie hat allgemein viel mehr Stabilität. Also wir hatten ja auch das Problem auf der Koppel, die ist ständig weggerutscht, ja. Und wieder war sie schief und alles gefühlt, das ganze Gestell war wieder in irgendwelche Richtungen verschoben. Und jetzt ist wirklich so, die ist richtig stabil geworden, aber jetzt nicht so nach außen hin, sondern eher so innerlich, würde ich sagen. Ja, also die galoppiert über die Koppel und die hat viel mehr Körperkontrolle einfach, ja. Das ist total auffällig, das fällt auch anderen auf. Also sie ist auch gerade geworden, also sie hat einfach wahnsinnig zugelegt auch. Und ansonsten, gerade mit den mobilisierenden Techniken am Anfang auch, die Pferde haben teils echt krasse Reaktionen gezeigt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich da selber so viel bewirken kann. Also gerade bei einer Studie mal hatte ich echt Angst, weil die hat sich dann nach dem Training gleich hingelegt und war irgendwie fix und fertig und ich hatte dann schon Angst, ich habe irgendwas, ja, ich habe irgendwas kaputt gemacht, aber war alles gut. Aber das genau ist mir aufgefallen, jetzt gerade die Anfangszeit, wie viel ich selber lösen kann und denen Gutes tun kann. Ja, genau. Und vor allem mit weniger Zeit wie davor. Also wenn man ja so ein Pferd jetzt longiert oder irgendwas macht, dann habe ich immer so eine Stunde einplant. Ja, und jetzt ist es wirklich, auch wenn ich mal nur eine halbe Stunde Zeit habe, ich habe trotzdem das Gefühl, ich mache ein sinnvolles, intensives Training fürs Pferd. Ja, so soll das ja auch sein, ne? Es soll schön effizient sein, weil man hat ja nun mal irgendwie auch, nicht jeder hat wie du 9 Pferde, aber manchmal hat man ja auch so Dinge wie Familie oder Arbeit oder so, wo man auch noch für Zeit braucht. Und es ist einfach wichtig, dass man sinnvoll und effektiv so Sachen machen kann. Und was ich total cool fand, ist, dass du gesagt hast, ja, die ist vorher mit Hufschuhen auf dem Paddock rumgekrüppelt und läuft jetzt über Schotter. Also das ist ja mal innerhalb von ein paar Monaten, ne? Das ist echt krass. Also das habe ich nicht so schnell hingekriegt. Das hat bei meinem kleinen Plattfuß-Indianer etwas länger gedauert, bis der über Schotter gelaufen ist, aber bei dem geht's. Also der hat wirklich eine ganz fürchterliche Hufstellung, aber wir haben den soweit gut stabilisiert, dass der eben da nicht mehr so Probleme hat. Früher hat der einen Stein auf 3 Kilometer Entfernung gesehen und jetzt kann er da so drüber laufen. Das ist alles gar nicht so das Ding. Ja, Mensch, das sind ja alles ganz schön bahnbrechende Entwicklungen, ne? Also dafür, dass du vorher für einen Haufen Probleme standst, entwickelt sich das ja alles ganz fein in die richtige Richtung, würde ich sagen, ne? Ja. Es ist auch so schön, dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe jetzt was an der Hand, also auch wirklich mit Ziel und einem Plan, wie ich die Pferde arbeite und habe dann auch meine Erfolge. Und ich habe jetzt so einen schönen fetten Ordner angelegt, wo ich das auch jedes Mal dokumentiere und mir aufschreibe und mir dann auch neue Trainingsziele setze oder gerade eine neue Übung dazu kommt. Und das ist ein wirklich zufriedenstellendes Arbeiten mit den Pferden. Ja, das macht Sehr, einfach. sehr strebsam. Ja, das war wirklich.
Ja, mega cool. Ja, und das ist auch genau, was du gesagt hast mit dem, dass man eben selber auch Techniken hat, um die Pferde selber zu lösen. Es ist immer gut, wenn man Osteo und Physio an der Seite hat, die nochmal tiefer gehen können. Aber man kann halt so viel schon selber machen, damit die Osteos und Physios eigentlich die wirklich richtig echte Profiarbeit machen können, weil die wollen ja eigentlich tief gehen. Das können die aber nicht, wenn die Hautfaszie schon stramm ist ohne Ende, ne? Und das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle, sowohl für die Therapeuten als auch natürlich besonders für die Pferdebesitzerinnen, die dann eben merken, dass sie nicht mehr so hilflos sind, ne? Sondern sie merken, ach guck mal, Genick ist fest, ja guck, dann löse ich das halt. So, ne? Ist ja dann auch kein Hexenwerk, ne? Gerade wenn man es regelmäßig macht. Sehr schön. Hattest du denn, bevor du das gebucht hast, irgendwie Bedenken oder Sorgen oder so? Ja, schon. Ich war ja zu dem Zeitpunkt schon sehr verzweifelt und ich habe ja wirklich keine Ahnung gehabt, was auf mich zukommt. Also ich fand dich total sympathisch, aber ich habe ja dann auch im Internet ein bisschen recherchiert und mir das angeschaut. Und genau, ich habe gedacht, okay, das wird, glaube ich, bestimmt passen, da komme ich auch gut klar. Du warst niemand, der irgendwas total dramatisiert oder ganz extrem in die Richtung geht. Das hat mir total gut gefallen. Aber natürlich, das kostet ein Geld und da war natürlich schon so die Sorge, was ist es, wenn ich damit gar nichts anfangen kann, ja, wenn ich das nicht in meinen Alltag integrieren kann, wenn die Pferde, wenn es einfach gar nichts bringt oder ich das auch selber nicht hinbekomme, das weiß man ja auch nicht. Genau, das waren so die Bedenken, wo ich schon am Anfang ja drüber nachgedacht habe. Aber ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also haben sich die Bedenken in Luft aufgelöst oder ist noch irgendwas, wo du sagst, das ist nicht ganz optimal oder da hatte ich im Vorhinein irgendwie recht mit meinen Sorgen oder so? Nee, ist gar nichts mit dabei. Also das hat sich eigentlich, sobald ich den Kurs eigentlich gekauft habe und da reingeschaut habe, dann hat sich das eigentlich schon erledigt gehabt, ja. Ja, das ist einfach super aufgebaut. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Und das ist ja wirklich auch mit, wie du es aufgebaut hast, auch mit deinen Spickzetteln. Man kann sich das ausdrucken, mit ins Stall nehmen. Man kann sich die Videos so oft anschauen, wie man will, ja, oder sogar, wenn man Internet im Stall hat, sogar dann vor Ort nochmal angucken. Und eben auch die Pferde. Also es ist natürlich finden die das nicht immer alles super, muss ich auch ehrlich sagen. Also es sind auch ein paar dabei, die sagen, nee, also jetzt nicht du schon wieder und ich habe da keine Lust drauf. Aber im Großen und Ganzen machen sie alle mit und ja, die Erfolge, die ich sehe, die sind es einfach schon wert, dass ich weiß, okay, das ist auch der richtige Weg. Und das nach so kurzer Zeit. Also ich bin ja mit vielen Pferden jetzt erst so im ersten Modul. Genau, mit anderen ein bisschen weiter und genau, habe da einfach schon wirklich meine Erfolge und merke oft Kleinigkeiten. Ja. Ja, das ist super. Und schön ist halt auch, dass du gesagt hast, kann halt jeder, weil das ist mir wirklich wichtig, dass man dafür kein abgeschlossenes reitakademisches Abzeichen braucht oder was weiß ich was für ein Studium, sondern dass man das als ganz normaler Freizeitreiter alles umsetzen kann und dass ich das auch von den Erklärungen so halte, dass es irgendwie logisch ist und nicht total abgedreht fachlich, ne? Also das ist ja manchmal schwierig, wenn die wirklich tief im Thema drin sind, dann ihre ganzen Thorax-Rotationstheorien da auspacken. Das kann man als Normalmensch ja schon kaum noch folgen. Es ist ja, das war mir halt wichtig, dass wirklich jeder sagt, ach, ich glaube, das schaffe ich, ne? Weil Also es kann jeder schaffen. allein den Theorieteil, den du auch mit drin hast, das ist so logisch. Also ich saß dann echt auch teils da und dachte mir, wie doof warst du eigentlich die letzten Jahre? Also weil das ja wirklich so eigentlich super erklärt ist und so logisch ist, auch das Pferd so zu arbeiten, das macht alles so viel Sinn. Also ich finde, das ist alles, ja, ist alles super erklärt und alles wirklich nachvollziehbar. Ja, das freut mich ja. Sehr, sehr schön. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt überlegt, ob er den Kraftkurs bucht und überlegt, na, mache ich das, mache ich das nicht? Und der würde dich nach deiner Meinung fragen, was würdest du dem raten? Auf jeden Fall, dass er den Kurs unbedingt buchen soll. Es kostet Geld, aber das ist sehr gut investiert, weil ich sage mal, man muss ja nicht warten, bis das Pferd eine Milliarde Baustellen hat oder Probleme, dass man, wie bei mir, sagt, ich muss jetzt irgendwas ändern. Ich denke, oder was heißt ich denke, ich bin mir ganz sicher, dass das einfach jedem Pferd gut tut und dass wahrscheinlich, du korrigierst mich, aber wahrscheinlich 90% der Pferde auch überhaupt nicht tragfähig sind in ihrem Zustand, oder? Wie erlebst du das bestimmt? Ja, also ich habe ja so den Nachteil, dass ich natürlich zu Pferden gerufen werde, die schon Probleme haben.
Deswegen ist natürlich meine Wahrnehmung auch ein bisschen verschoben. Also wenn jemand ein quietschfidel gesundes Pferd hat, ruft er mich ja nicht an. Aber zu den Pferden, wo ich hingerufen werde, das sind ja oft auch nur Check-ups, kann ich immer Anzeichen erkennen, dass irgendwas nicht ganz gut ist oder es noch Puzzleteile fehlen. Und da ich das ja nun auch schon 10 Jahre mache und das sehr redundant ist, habe ich gedacht, man muss irgendwie was den Leuten an die Hand geben, was sie selber machen können, dass sie selber eine solide Basis legen können. Und mehr ist es ja nicht. Ne? Wenn man dann, also für mich ist das ja so, ohne dass ich mich jetzt super weit aus dem Fenster lehnen wollen würde, aber für mich ist es eigentlich so, dass jedes Reitpferd eben einmal kurz Kraft machen muss. Und dann kann man alles andere machen, was Spaß macht. Aber dann hat man eine solide Basis, auf der man alles aufbauen kann. Und das ist natürlich pfiffig, wenn man es macht, bevor alle sämtlichen Kinder, die man so hat, im Brunnen fällt und man eben vor so Problemen steht, die natürlich auch länger dauern, bis man die dann gelöst hat. Ne? Aber prinzipiell ist der ich finde ja, ich habe das ganz gut gemacht, aber ich will mich nicht so beweihräuchern hier. Ja, auf jeden Fall. Vor allem ich habe mich jetzt auch intensiver auch mit dem Thema Trageerschöpfung jetzt einfach auch befasst. Und wenn man sich jetzt auch so ganz klassisch wie so ein Pferd ausgebildet wird, so ein zukünftiges Reitpferd, da sind diese Aspekte einfach gar nicht drin. Ja, also wenn ich mir denke, war da ja selber drin in der Thematik, also Jungpferdeausbildung, was man da alles betreibt und tut, da können die gar nicht irgendeine Thoraxkontrolle oder Thema Rumpfträger. Nee, die werden irgendwann ganz sicher kompensieren. Also da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen denke ich, ist der Kurs für jeden was. Und das ist egal, in welchem Zustand das Pferd auch ist oder welche Rasse man hat. Ja, also ich habe ja auch ganz bunt gemischte Pferdchen. Und natürlich muss man bei jedem individuell rangehen und jeder hat andere Baustellen. Aber man kann sich da auf jeden Fall was rausnehmen. Ja, ich sage ja, ich habe auch ein Pferd, das kann das im Moment nicht leisten, aber mit der mache ich einfach die Techniksammlung durch, ja, und schaue, dass ich die mobilisierenden Sachen mache. Und das tut ihr allein so gut, dass ich natürlich mir da jetzt schon eine Arbeit abnehme, wo ich nachher ganz anders ansetzen kann. Ja. Genau. Und ich denke mal. Das hört sich doch sehr gut an. Sehr schön. Okay. Wolltest du noch was sagen? Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ich denke, man spart sich da gerade auf die Dauer gesehen auf jeden Fall eine Menge Ärger und auch Geld, wenn man es einfach einmal richtig macht. Ja. Und es ist ja wirklich Reitweisen unabhängig. Also es ist egal, ob ich jetzt einfach nur sage, ich möchte ins Gelände gehen oder ob ich jetzt der Turnierreiter bin oder, keine Ahnung, Western oder was auch immer ich mache. Genau. Genau, wenn man die Grundsteine gelegt hat, dann kann man mit dem Alphabet machen, was man will. Ich vergleiche das ja sehr gerne mit der Grundschule, weil ich auch immer wieder gefragt werde, so, ja, kannst du mir nicht einzelne Übungen geben? So, nee, ich kann dir nicht einzelne Buchstaben geben, dann lernst du nicht lesen und schreiben. Du musst halt das ganze Alphabet einmal wissen. Und wenn du das weißt, kannst du damit machen, was du willst. Du kannst Poesie schreiben, du kannst Songs schreiben, du kannst einfach nur Geschichten lesen. Ist egal, mach, was du willst, worauf du Bock hast. Aber du brauchst einmal das ganze Alphabet und dann ist doch alles prima. Und ich glaube tatsächlich auch, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es so, wenn du einmal einen Tierarzt da gehabt hast, dann weißt du auch, was das, also ist kein Spaß, ne? Also heutzutage. Ja, das ja oft nicht. Also das hat mich auch so schockiert, jetzt gerade mit der Thematik. Ich habe ja wirklich davor, also auch jetzt im Turniersport oder was auch immer, noch nie das Wort Trageerschöpfung gehört. Und ich habe bei mir Pferde, also gerade eine Stute, wo man sagt, die ist total überbaut. Ja? Jedes Mal, wenn jemand da war, auch ja, die ist total verspannt. Gerade Brust, Schulter ist zu, Lende. Es hat niemand das Wort in den Mund genommen, dass das Pferd vielleicht einfach gar nicht überbaut ist, sondern einfach gefühlt 10 Zentimeter der Brustkorb einfach verschwunden ist. Und das finde ich schon schockierend. Da kann man auch einen besten Tierarzt da haben, wenn der davon einfach keine Ahnung hat oder da nicht die richtige Idee hat, dann bringt mir das auf Dauer ja auch nichts. Ja, das ist leider so. Ich arbeite ja dran, dass das alles ein bisschen besser wird und mehr in den Fokus rückt, ne, durch diese ganze Aufklärungsarbeit, die wir da so betreiben. Also bin ja nicht nur ich, es sind ja auch viele andere. Aber ich sehe das auch, dass da tatsächlich noch eine Lücke ist, auch bei Trainern und Therapeuten. Also das stelle ich tatsächlich auch fest, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Aber wir tun, was wir können, damit das besser wird. Sehr schön. Ja, ich bedanke mich schon mal an der Stelle für deine sachliche Einschätzung für mein Programm, was du bei mir gemacht hast. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor ich jetzt hier zum Ende komme? Nö. Nein. Grundschluss glücklich. Sehr schön. Nee, das ist doch super. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dich einmal interviewen durfte, damit eben hoffentlich zukünftige Teilnehmer mal so ein bisschen Einblick kriegen und vielleicht auch die
Sorgen, die sie noch so vor sich her schieben, sagen, ich weiß nicht so genau, und ist das so, ne, dass die da vielleicht ein bisschen frohen Mutes in die Zukunft blicken und sich dann durchringen, da mal einen Blick reinzuwerfen in die Geschichte, die ich dann mache. Ja, dann vielen lieben Dank. Dann würde ich hier schließen. Ich wünsche allen Zuhörern noch einen ganz wunderschönen Tag. Macht was draus. Bei mir scheint gerade, naja, Sonnenschein kann man nicht sagen, aber es regnet nicht. Also ich bin zufrieden. Sie regnet mich glücklich. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Bevor die Folge ganz zu Ende ist, falls du jetzt Lust bekommen hast, auch Kraftkonzeptler zu werden und beim Tragekurs mitzumachen, am 11.03.24 gehen die Türen wieder auf. Und wenn du schlau bist, setzt du dich jetzt schon mal auf die Warteliste, weil alle Menschen auf der Warteliste haben erst einmal Vorkaufsrecht. Das heißt, dir kann dann auch den Platz keiner wegschnappen. Und du kriegst auch noch einen Rabattcode, der sozusagen für die Early-Bird-Buchung gültig ist. Das lohnt sich also auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns an der Stelle dann vielleicht auch mal kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht irgendwann auch mal zusammen so ein Interview machen, wie es dir und deinen Pferden mit dem Kraftkonzept ergangen ist.